Ja, jetzt muss man natürlich sagen, Südkorea lebt ja auch in einer täglichen und allgegenwärtigen Sorge. Ob die dann komplett alles an die USA geben, wäre wahrscheinlich noch fraglich. Aber wenn man jetzt nach Deutschland blickt, das, was Sie gerade erklärt haben, diese Logistik, die läuft ja auch gegen die Uhr. Also in was für einem Zeitrahmen sprechen wir, in dem zumindest in Europa mal auf Europa konzentriert die Industrie wieder anspringen müsste? Genau, man muss zu dem Zweck ein bisschen verstehen, was Europa eigentlich zusammenhält. Das ist weder die Bundeswehr noch ist es die deutsche Rüstungsindustrie, sondern es ist das European Command der United States Army. Und dieses European Command hat eine fantastische Logistikinfrastruktur, die sich Army Preposition Stock nennt. Das gibt es übrigens in der ganzen Welt, also 7 solcher Sites. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind riesige vorbereitete Lager, die überall in der Welt eingerichtet sind für den Fall, dass Krieg ausbricht. In Europa haben wir die APS-2-Site, die befindet sich in Deutschland, unter anderem in Dülmen und in Mannheim und in Polen in Powitz. Und bisher zehren wir hauptsächlich von diesen logistischen Möglichkeiten und auch von eingelagerten Beständen, also Fahrzeuge, Munition und so weiter. Das heißt, wir können noch ein wenig von dieser Site zehren, aber es ist wichtig, dass man jetzt die Produktion anwirft. Und naja, Sie wissen ja, wir spekulieren schon länger über Russlands kommende Frühjahrsoffensive, aber auch die Ukraine bereitet natürlich eine vor. Das heißt also, auf dem Beginn dieser Offensive, sagen wir mal April, müsste die Ukraine genügend Reserven zusammenziehen, um diese Initiative dann auch logistisch zu versorgen. Also die Zeit ist wirklich knapp. Ja? Also wir haben jetzt etwa 3 Monate, um das vorzubereiten. Aber wenn die ganzen Staaten der westlichen Welt entsprechend zusammenstehen, dann habe ich eigentlich keinen Zweifel, dass man die Masse zusammenbekommt.